Hallo Vicky, das ist das SoftExo in der Version 3.4 von Unique. Es ist ein passives, elastomerbasiertes Exoskelett. Die Elastomere, das sind Gummizüge, sind zwischen Hüfte und Knie wirksam. Mit diesem Video bündle ich erste Erfahrungen. Das mache ich für das Projekt Expertise 4.0. In diesem Experimentierraum wollen wir der Pflege den Rücken stärken und wir fragen uns, unter welchen Voraussetzungen Exoskelette einen Beitrag dazu leisten können, die Rückenbelastungen in der Pflege zu reduzieren. Bevor ich das SoftExo zum ersten Mal anziehe, stelle ich sicher, dass die Schulterträger hinreichend weit eingestellt sind, sonst komme ich einfach nicht rein. Hierzu öffne ich das Klettende des Schulterträgers und kippe die Rückfädelschnalle so nach hinten, dass sich das Gurtband leicht bewegen lässt. Die Rückenplatte passt sich in der Länge des Rückens an, sie soll leicht beweglich sein. Den Klett der Elastomere setze ich etwa eine Handbreit vor die Rückenplatte, so ziehe ich das Exoskelett in der Regel auch aus. Die Zuglasche des Flaschenzugs setze ich auf den Klett des Elastomers. Dabei stelle ich sicher, dass die orange Schnur des Flaschenzugs nicht mit dem Elastomer kollidiert. Für mich hat es sich bewährt, die Fersenanbindung unter die Innensohle meines Arbeitsschuhs zu klemmen. Ich kann sie aber auch direkt über der Socke tragen, was sinnvoll ist, wenn ich verschiedene Schuhe trage. Die Fersenanbindung hintersichert die Elastomerbefestigung am Knie, sodass die nicht nach oben verrutschen kann. Ich schlupfe in die Schulterträger wie in einen Rucksack und verschließe den Brustclip. Beim ersten Anziehen stelle ich die Länge der Bänder zwischen Ferse und Knie so ein, dass sie gerade so nicht spannen. Bei jedem weiteren Anziehen genügt es, wenn ich die Magnetverschlüsse zusammenführe. Ich verschließe den Hüftgurt so, dass die Seite mit dem Klettelement über der Seite mit dem Flauschelement liegt. Der Hüftgurt liegt für mich korrekt, wenn er den Bauch und die Hüfte eng umschließt. Die Knieanbindung liegt korrekt, wenn die Magnetverschlüsse außen liegen. Ich verschließe die Magnetschlüsse, indem ich sie zusammenführe. Durch die Aussparungen an dieser Knieanbindung liegt die Kniescheibe frei. Beim ersten Anziehen passe ich das Wadenband so an, dass es ohne zu spannen bündig anliegt. Bei jedem weiteren Anziehen mache ich einfach nur die Magnetverschlüsse im Knie zu. Ich löse die Zuglasche am Flaschenzug und ziehe an den Leinen und befestige sie dann vorn auf dem Flauschband am Hüftgurt. Wenn ich das SoftExo aktivieren möchte, versetze ich die Anbindung der Elastomere entlang der Hüfte nach vorn. Wenn ich aufrecht stehe, liegen die Elastomere bei mir eng an, aber ohne zu spannen. Und ich prüfe, ob alles richtig und bequem anliegt, indem ich mich einfach mal durchbewege. Wenn ich das SoftExo auf meinen Körper einstelle, dann wähle ich die Länge der Schultergurte so, dass sie nicht in die Achseln einschneiden, aber sie sollen für mich auch nicht unangenehm straff sitzen. Vor dem Ablegen des SoftExo deaktiviere ich das Ganze. Dazu löse ich die Elastomere von der Hüfte und beuge mich nach vorn. Ich kann dann den Hüftgurt und den Brustclip öffnen.
Die Kniemanschette öffne ich, indem ich die Magnetköpfe zur Kniescheibe hinschiebe, also den oberen nach unten zur Mitte und den unteren nach oben zur Mitte. Den Magnetverschluss an der Ferse löse ich, indem ich den Magnetkopf nach unten schiebe. Wie immer gilt, Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.